Hallo und herzlich willkommen bei Veggie Leo zu einem weiteren Was ich alles so esse Video. Dieses Mal gibt es als erstes hier einen Bohnen-Durcheinander-Topf mit Kartoffeln. Da habe ich Räuchertofu und Zwiebeln klein geschnitten und in dem Schmalz brate ich das alles an. Das finde ich richtig super, so veganes Schmalz kriegt man allerdings nicht immer, oder ich zumindest. Auf jeden Fall ist das für solche Zwecke prima geeignet und darin habe ich jetzt den Tofu und die Zwiebeln angebraten. Dann habe ich Kartoffeln in kleine Stücke geschnitten und in Gemüsebrühe gar gekocht. Und dann habe ich einfach die Bohnen dazu gegeben und das mit so einem Kartoffelstampfer alles schön klein zerdrückt. Und dann muss das natürlich noch gewürzt werden. Ich habe jetzt vor allen Dingen das jetzt mal abgeschmeckt mit Salz, Pfeffer und Bohnenkraut, ganz wichtig. Also Bohnenkraut muss da für mich unbedingt mit rein. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen Rauchsalz mit hinzugegeben, damit das Ganze auch noch ein bisschen rauchiger wird, weil der Räuchertofu jetzt nicht so wahnsinnig viel Rauchgeschmack abgibt. Und dann den Tofu und die Zwiebeln hinzu und alles gut verrühren und dann ist der Eintopf auch schon fertig. Geht mega schnell, ist super einfach zu machen, natürlich auch wieder für Anfänger geeignet und gerade jetzt bei dem kühlen Wetter ein richtig tolles, wärmendes Essen. Und dann gab es auch mal, weil es immer noch kalt ist, die Cheeseburger-Suppe. Das Rezept dazu habe ich euch ja schon hochgeladen und wenn ihr das noch nicht angeschaut habt, dann kann ich nur empfehlen, schaut es euch unbedingt mal an und macht die leckere Suppe mal nach. Die vegane Bratwurst von Green Force, die lag jetzt schon länger bei mir im Schrank und jetzt war der Tag gekommen, wo ich sie halt mal getestet habe. Ich habe das jetzt einfach mit kaltem Wasser übergossen, so wie es auf der Packung steht, dann gut geknetet und dann muss das erstmal mindestens eine halbe Stunde in den Kühlschrank. Und ich habe die bisher noch nicht gemacht, weil mir das immer so umständlich vorkam, weil nachdem die Masse dann abgekühlt ist, muss das halt in Würste geformt werden und dann kann man das halt nicht direkt braten, sondern man muss es erst noch ungefähr so ein paar Minuten in kochendes Wasser geben. Und ja, das war für mich immer viel zu umständlich, aber ich habe es dann letztendlich jetzt mal ausprobiert und ich muss sagen, so viel Arbeit war das gar nicht und die Würste haben hinterher richtig lecker geschmeckt. Ich habe dann noch eine Soße gemacht aus Vollkornmehl, also so eine Art Mehlschwitze. Ich habe mal ein ähnliches Video dazu gemacht, das kann ich euch gerne mal verlinken. Und das hier sind die Umami-Würfel. Die sind aus dem Kochbuch Vegan Low Budget. Das finde ich auch richtig gut und die habe ich immer eingefroren. Und die geben einem Gericht immer noch mal eine ganz besondere Würze. Und dann habe ich Kartoffeln dazu gekocht und dann gab es noch ein bisschen Gurken- und Tomatensalat. War auf jeden Fall richtig gut. Jetzt gibt es mal ein mega schnelles Chili sin Carne und zwar überwiegend aus Vorräten und da habe ich jetzt Sojaschnetzel, so feine Sojaschnetzel, die waren auch in meiner Retterbox gewesen, die habe ich jetzt mit Gemüsebrühe und kochendem Wasser verrührt und in der Zwischenzeit, wo das ein bisschen durchzieht, habe ich eine Zwiebel geschnitten und die Zwiebel habe ich dann in der Pfanne mit etwas Öl angebraten. Und dann habe ich das aufgeweichte Sojahack da hinzugegeben und ebenfalls mit angebraten. Und da habe ich auch noch mein Fleischgewürz mit hineingegeben. Die gehackte Tomaten, die habe ich jetzt damit zugegeben. Also es waren so geschälte Tomaten, die habe ich jetzt dann noch selbst gehackt. Da habe ich mich irgendwie verkauft. Ja, und dann einfach Chilibohnen dazu und Mais dazu und dann alles gut miteinander verrühren. Ich habe dann hinterher noch ein bisschen Tomatenmark mit hinzugegeben und ganz zum Schluss habe ich das gewürzt mit dem Chili con Carne Gewürz von Potluck. Das ist auch mega lecker und bis Ende Oktober habe ich sogar noch einen Rabattcode, falls ihr da mal was bestellen möchtet. Ja, und dann ist das Chili sin Carne auch schon fertig. Ich habe parallel Reis dazu gekocht und so sieht dann der fertige Teller aus. Mega schnell gemacht und schmeckt richtig gut. Und dann gab es auch noch mal wieder eine Suppe und zwar eine schnelle Gemüse-Nudelsuppe. Die habe ich im Thermomix gemacht und das Rezept dazu findet ihr auf Instagram, also folgt mir da gerne. Ihr habt es bei mir sicher schon mal gesehen, es gibt jetzt noch mal diese mega schnellen Käsespätzle. Diese Soja-Cuisine, die war auch in meiner Retterbox gewesen. Dann habe ich hier den veganen Reibegenuss und natürlich vegane Spätzle, die sind aus dem Lidl. Und die habe ich jetzt erstmal mit ein kleines bisschen Gemüsebrühe in die Pfanne gegeben. Dann habe ich das Päckchen Sojasahne dazu gegeben und das Ganze erstmal miteinander verrührt. Und dann habe ich den veganen Käse schon untergerührt. Also das alles geht mega schnell
und schmeckt einfach total lecker. Ich liebe es. Das ist natürlich eine Kalorienbombe, aber manchmal muss das einfach sein. Gewürzt habe ich das dann ganz, das Ganze dann noch mit Pfeffer. Und dann habe ich da Röstzwiebeln drüber gestreut und dazu gab es einen Salat. Ja, also ich brauchte immer was Frisches zu, gerade zu Käsespätzle, weil die ja so mächtig sind. Da gehört für mich zwingend ein Salat zu und am liebsten mag ich dann halt so einen grünen Salat. Und es geht jetzt mega schnell und einfach weiter und zwar mit einer Schupfnudel-China-Kohlpfanne. Und anstatt meine übliche Cashew-Sahne, die ich aus Cashew-Kernen mache, mache ich das jetzt hier mit dem Cashew-Mousse. Das habe ich auch in der Retterbox gehabt. Ihr seht es, es steht sogar Surplus drauf. Und das war auch mega lecker. Das ist mittlerweile leer. Aber das ist einfach auch so super geeignet, um da eine vegane Sahne draus zu machen. Aber man kann es auch pur löffeln, so lecker ist das. Ja, und dann habe ich die Schupfnudeln einfach in der Pfanne angebraten, bis sie so eine richtige schöne Bräune bekommen. Dann habe ich nebenher den Chinakohl schon mal klein geschnitten und dann habe ich den einfach mit dazugegeben und ebenfalls noch mit angebraten. So, wenn der Kohl so ein bisschen anbrät, entwickelt er auch so ein besonders leckeres Aroma. Ich mag das total gerne. Ja, und dann habe ich dann hinterher einfach die vegane Sahne, also meine Cashew-Sahne dann dazugegeben. Wie gesagt, ihr kennt ja von mir, dass ich das sonst immer einfach aus Cashewkernen mache, die ich dann mahle und mit Wasser vermixe. Ja, und dann habe ich das Ganze halt köcheln lassen. Der Chinakohl braucht ja nicht so lange, bis der weich ist. Und das habe ich gewürzt mit dem Café de Paris Gewürz von Just Spices. Außerdem habe ich noch ein bisschen Salz und Pfeffer mit hinzugegeben und was bei mir in vielen Gerichten ja auch nicht fehlen darf, das sind Hefeflocken. Ihr wisst es, ich bin ein Hefeflocken-Junkie und ja, da sind auch jetzt ein paar wieder mit reingewandert. Ja, und so sieht dann der fertige Teller aus und auch das war wieder sehr lecker, auch wenn ich mich jetzt wiederhole, aber es ist so. Und es gibt aber auch mal so ganz einfache Sachen wie Spaghetti mit Tomatensauce. Und ich hatte jetzt keine Lust, veganen Parmesan zu machen und deswegen sind einfach nur Hefeflocken oben drauf. Ja, und am nächsten Tag hatte ich noch ein bisschen übrig, aber die Menge der Soße hat nicht mehr gereicht. Und da habe ich aber noch ein Pesto gehabt, das war auch in meiner Retterbox und das kam dann dazu. Und schon wieder was Gerettetes, nämlich diese Tortillas hier. Und da habe ich einfach noch eine Paprika, zwei Frühlingszwiebeln und veganen Käse. Und das geht jetzt super schnell mal wieder. Ich habe jetzt einfach ein bisschen so vegane Streichkäse da drauf gegeben. Dann den veganen Scheibenkäse, Paprika und Frühlingszwiebeln zusammengeklappt und im Kontaktgrill gegrillt. Und das war dann unser Abendessen. Also ein ganz schnelles Abendessen aus 4 Zutaten. Perfekt. Und jetzt gibt es was ich schon lange mal machen wollte, und zwar Brezenknödel. Und dafür habe ich jetzt 4 Brezel, die sind jetzt einen Tag alt und die habe ich jetzt in so kleine Stückchen geschnitten. Und dann habe ich etwas Sojamilch erhitzt und habe die dann drüber gegeben. Das Rezept dazu habe ich so fast identisch von EatThis.org. Da könnt ihr mal nachschauen, wie die das da gemacht haben. Aber ihr seht es jetzt auch hier in dem Video. Ja, diese Stückchen werden jetzt erstmal in der warmen Sojamilch eingeweicht. Und dann gibt es noch eine kleine Menge, ich glaube 50 Milliliter Sojamilch. Die wird jetzt mit Kichererbsenmehl vermischt. Das wird hinterher so eine Art Eiersatz und das kann man dann auch direkt würzen. Ich habe jetzt hier noch Liquid Smoke, das ist so ein Flüssigrauch mit reingegeben und ein bisschen Salz und das miteinander gut verrührt und dann muss das erstmal ein bisschen stehen gelassen werden, ein bisschen quellen. Und dann habe ich eine Zwiebel in etwas Rapsöl angebraten und nachdem die dann fertig angebraten ist, habe ich eine geschnittene Frühlingszwiebel mit zugegeben, aber dann nicht mehr weiter gebraten, einfach nur damit vermischt. Und dann habe ich auf jeden Fall diese Mischung und dann das Kichererbsengemisch mit zu den aufgeweichten Brezeln gegeben. Dann kommt noch ein bisschen Paniermehl dazu und ein bisschen Speisestärke. Und dann wird das Ganze gut miteinander verknetet. Und dann kann man ja feststellen, wie die Konsistenz ist, ob die Knödel gut zusammenhalten oder nicht. Ich habe dann hinterher noch ein bisschen mehr Paniermehl mit hinzugegeben. Und dann lassen die sich auf jeden Fall super gut formen. Das beste Ergebnis soll man wohl erzielen, wenn man sie dämpft. Also habe ich sie in den Thermomix gegeben. Dazu gab es dann bei mir eine Champignonsauce. Ich habe jetzt hier wieder das Cashew-Mousse, dann eine vegane Creme und wieder meine Umami-Würfel.
Dann habe ich die Champignons erstmal angebraten, ein bisschen eine leichte Bräune bekommen. Dann habe ich Gemüsebrühe mit hinzugegeben. Dann wieder zwei von den Umami-Würfeln. Also die sind wirklich mega. Ich glaube sogar, wenn ihr bei Amazon reinschaut in die kostenlose Leseprobe, dass das Rezept da schon zu finden ist. Also schaut da gerne mal rein. Ja, und dann habe ich, wie gesagt, dann ein bisschen Cashew-Mousse wieder mit zugegeben und so weiter und habe mir eine richtig leckere Soße gekocht. Und das Kräuterstullen-Spice von Just Spices gehört ja bei mir einfach immer in eine Soße mit Pilzen. Und so sieht dann der fertige Teller aus. War richtig, richtig lecker. Dazu gab es bei mir eine Salz-Dill-Gurke. Am nächsten Tag gab es dann hier so vegane Mini-Frikadellen, die sind aus dem Pennymarkt. Das ist Sellerie, da ist gerade in der Pfanne am Braten. Und dann habe ich hier noch einige von den Knödeln, die habe ich in Scheiben geschnitten. Und zu dem Sellerie habe ich dann eine Soße gemacht, so eine Art Bechamelsoße. Und dann habe ich hinterher die Knödel einfach oben drüber gegeben, damit die nochmal heiß werden. Ich wollte sie erst braten, habe mich dann aber dazu entschieden und ja, das war dann der fertige Teller. Und das war das Video für dieses Mal. Ich hoffe, da waren wieder ein paar Anregungen für euch dabei. Es sind, wie gesagt, wie immer möglichst einfache Rezepte mit überschaubaren Zutaten und meistens schnell gemacht. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt und aktiviert das Glöckchen, dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ein neues Video von mir erscheint. Danke fürs Zuschauen, viel Spaß beim eventuellen Nachmachen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!